Warriors, retribution is at hand. It is our strength. We are the Sons of Caliban. Let fury guide your weapons. Let vengeance be your song. We are the Angels of Death, and our enemies shall fall. Hallihallo, meine Freunde. 2023 ist das Jahr für Space Hulk Deathwing. 7 Jahre nach Release sind jetzt vor ein paar Tagen die ersten Mods für Space Hulk Deathwing rausgekommen. Und zwar die ersten Gameplay verändernden Mods. Und zwar haben wir 2 Mods, die den Spawn verändern von den Gegnern. Einen stark erhöhten Spawn, den kann man anpassen. Das sind 2 Mods. Wenn man beide benutzt, hat man halt einen sehr stark erhöhten Spawn, wo man einfach nur denkt, ach du Scheiße, wann sterbe ich denn jetzt? Wie kann ich das überleben? Und dann gibt es noch ein paar Mods, unter anderem die Gegner verändern, schnellere Gegner, dass die Krieger, die stiller, schneller sind. Im Brutlord gibt es auch ein paar Anpassungen, gibt es auch eine Mod für ebenso, dass die Hybrid-Zeiger ihren Ziehattacke verlieren, dass man dann halt nicht immer zufällig von anderem Ende der Map von denen getötet wird, ohne dass man was machen kann. So, wir werden jetzt doch mal die Mod spielen, live kommentiert. Ich habe gerade eine öffentliche Lobby erstellt. Wir gucken mal, wer noch beitretet. Die Spawns sind immer noch zufällig, das heißt, die sind auf jeden Fall immer erhöht. Das sieht selbst ein Blinder, dass dann ein stark erhöhter Spawn ist von den Gegnern. Manchmal ist er halt noch stärker, manchmal ist er halt ein bisschen schwächer. So, dann gucken wir mal, welche Map wollen wir denn mal spielen? Ich würde mal sagen, wir fangen mal ein bisschen leichter an. Kapitel 1, 2, 3, 4. Aus den Gründen, weil das Spiel hat die Gegner werden in 2 Arten unterteilt. Einmal den ersten Schwarm, der tritt auf in Kapitel 1 bis 4. Und dann gibt es noch den zweiten Schwarm. Das sind die weißen Gegner. Die tauchen dann in späteren Kapiteln 5 bis 9 auf. Und das Problem ist halt, wenn man die Kapitel 5 bis 9 spielt, also hintereinander, oder Kapitel 5 stirbt und dann Kapitel 5 wiederholt, dann spawnt der Krieger-Jin-Stealer nicht mehr. Das ist ein Bug aus dem Originalspiel und den ich schon seit Ewigkeiten trainiere. Das ist echt kacke, weil dann sind die Spawns, die Maps einfach nur leer. So, wir starten mal. Wir sind jetzt nur zu zweit, aber Kapitel 1 ist nicht so schwer, dass wir das nicht schaffen würden. So, wir starten mal, wir laufen durchs Portal und gucken mal, was uns erwartet. Ich habe jetzt alle Mods aktiv. Alle Mods sind noch von mir, die habe ich, weil ich habe die schon mal letztes Jahr angefangen. Das war die eine Mod, die Geschwindigkeit und Stärke der Gegner verändert. Die habe ich dann irgendwann fallen gelassen, aufgrund dessen, dass ich nur 2, 3 Gegnertypen verändern konnte. Der Rest war nicht antastbar. Ich habe die jetzt vor kurzem nochmal angeguckt und dann nochmal geguckt, was überhaupt möglich ist. Dann habe ich mich doch entschlossen, daran weiterzuarbeiten. Nur mein Kollege läuft unten links lang, das ist nicht gut, der ist schon so gut wie tot. Wir laufen jetzt hier oben lang, wo wir stehen geblieben. Genau, aufgrund dessen, dass mir auf einmal gefühlt ein halbes Dutzend Leute aus nix geschrieben haben, boah, deine Mods sind so geil. Ich hatte davor ein paar Sound-Mods. Eigentlich wollte ich gar nicht mehr ein Spiel anfangen, irgendwas zu machen, habe ich irgendwie die Lust verloren. Aufgrund dessen, weil es halt noch vor einem halben Jahr nicht wirklich möglich war, viel zu ändern. Mittlerweile sind die Modding-Tools, die ich verwende, die entwickle ich nicht selber, die benutze ich einfach out of the box, die entwickelt immer anders. Das sind Tools, die allgemein für Unreal Engine benutzt werden, für Modden. Und aufgrund dessen bin ich halt darauf angewiesen, dass jemand die fixt für mein Spiel, da auf GitHub sind ein paar Tools und dann halt, wenn ich mir mal einen Fehler finde, dann veröffentliche ich halt da ein Bug Report mit der Datei und warte dann irgendwie mal, dass irgendwann das mal gefixt wird. Ich glaube, meinen ersten Bug Report habe ich irgendwie vor, ja, ist ein Jahr, ist fast ein Jahr, 10 Monaten veröffentlicht. Jetzt nach fast 10 Monaten können die meisten der Spieldateien mit dem Asset Editor gelesen und auch editiert werden. Am Anfang hat er die meisten überhaupt nicht gelesen, ich weiß, erstmal gar nicht korrekt gelesen, konnte die nicht abspeichern, man musste alle Dateien halt mit dem Hex-Editor dann editieren, weil man die mit dem Asset-Editor nicht abspeichern konnte, ohne dass die Datei korrumpiert wurde. Das war echt nervig, zeitaufwendig jedes Mal da mit dem Hex-Editor
die richtige Stelle zu finden. Und dieser Say No to Heresy hat richtig Leck gerade. Auch ein Grund, wieso ich dann halt aufgehört habe. Ich stark die Lust verloren habe, weil da muss man alles da mit einem Hex editieren, weil die Einstellungen nicht funktioniert haben. Dann musste man das Spiel starten. Dann musste man testen und man musste halt nach dem Testen, wenn man die Runde neu starten muss und man alleine ist, immer 60 Sekunden warten, wenn man den Timer nicht überspringen kann, wenn man alleine eine Runde startet. Also die Entwickler haben echt tief reingeschissen in vielen Aspekten des Games. Wiederum andere Aspekte sind natürlich ganz gut geworden und ich hoffe, die Aspekte, die halt nicht so gut geworden sind, jetzt mal mit der Zeit immer mal zu verbessern. Wir sind jetzt gerade auf Map 1, wie schon gesagt, es ist ja eigentlich eine Mod, die den Spawn erhöht, aber die erste Hälfte von Kapitel 1, Map 1 ist, würde ich sagen, scripted, würde ist festgelegt, der Spawn, da ändert sich nichts, der ist sogar entfernt, hier ist nichts. Erst wenn wir die erste Hälfte von dieser Map rum haben, dann beginnt halt der eigentliche Spawn. Das heißt, jetzt nach diesem Event hier, das gleich gestartet wird, wenn wir dann da hinten langlaufen, dann geht's los, damit man auch schon erstmal sehen, was hier eigentlich verändert wurde. So, das Event hier haben wir getriggert. Die Jean-Stealers hier, die sind schneller. Das müsste auch schon den ersten, der das Spiel kennt, direkt aufgefallen sein, dass sie sich schneller bewegen. Mein Teamkollege schießt mich schön ab, ja. Der Bootlord ist auch schneller. Der Skyfestwagen ist auch schneller. Der Aberrant ist auch schneller. Aberrant ist der Dreiarmige, der diese Schwerter, den Schwertern kämpft oder diese Laserkanonen verschießt. Der Rest von den Gegnern ist nicht schneller. Das ging nicht, weil ich da nichts gefunden habe, was die Geschwindigkeit beeinflusst. Da bin ich immer noch. Habe ich immer noch ein großes Fragezeichen, wie man das verändert. Bei den restlichen Gegnertypen. Manche bei diesen kleinen hier, da weiß ich nicht, wie man das verändert. Ich hab's nicht gefunden. Wie die Spawns verändert habe, ja, da gibt's im Spiel halt drei Dateien, die sind verschlüsselt, auf die habe ich keinen Zugriff, die kann ich nicht verändern. Unter anderem sind es einmal die Datei für die Spawner-Settings, die beeinflusst. Also da steht drinne, wo was gespawnt wird auf den Maps. Die kann ich nicht verändern, die ist ja verschlüsselt, aber jetzt weiß ich, was drin steht. Und dann gibt es einmal für die Waffen, halt wie viel Schaden die Waffen machen, das ist auch verschlüsselt, kann ich nichts dran ändern. Brauche mich auch keiner fragen, weil ich bin schon öfters wieder gefragt, oh, kann man die Waffen irgendwie in den Beuter verändern oder so. Nein, es ist verschlüsselt und ich habe keine Ahnung, ich habe es über ein halbes Jahr probiert, haufenweise Tutorials angeklotzt. Das Problem ist halt, die Unreal Engine hier, was die Entwickler, die haben nicht das Pack-Archiv verschlüsselt, sondern die haben nur diese drei Dateien, diese INI-Dateien, das sind Config-Dateien verschlüsselt. Das ist echt kacke, weil das machen Entwickler wohl nicht sehr häufig und aufgrund dessen, weil das nicht sehr häufig passiert, gibt es dafür keine direkten Guides und ich konnte mich nicht adaptieren. Source Code war jetzt auch, also von anderen Engine ist auch der Source Code verfügbar, den wollte ich jetzt letztes Mal nochmal wieder herunterladen. Ich habe den früher schon mal auf dem Computer gehabt. Man musste dann mal meinen PC mal neu installieren, weil die ganze Zeit Windows mein AMD-Treiber per Windows-Update ersetzt hat. Das ging mehrere Wochen, vielleicht schon Monate so, und irgendwann habe ich mir gesagt, als er dann wirklich jedes Mal gemacht hat, sobald ich den PC gestartet habe, neu gestartet habe, hat er direkt ein Windows-Update ersetzt und alles, was ich in Google gefunden habe, hat nicht geholfen. Ich habe echt verzweifelt, habe gedacht, ja komm, installierst du Windows 10 neu. Habe ich gemacht, da hatte ich glaube ich fast 2 Monate Ruhe, nichts gewesen. Ich dachte, geil, das war's, ich hab's geschafft, ich habe endlich Ruhe jetzt. Dann ging es wieder los, erst einmal, dann wieder ein paar Tage nichts, dann auf einmal mehrmals, dann fast jeden Tag und dann jede Sitzung. Oh, und ich habe nichts gefunden, was geholfen hat. Ich habe ganz Google abgestaubt. Ich dachte mir, ach du Scheiße, was mache ich da? Irgendwann bin ich mal auf die gekommen, ja, nimmst du mal ein anderes Kabel. Hatte kein anderes Display-Port-Kabel zur Verfügung, nur ein HDMI, aber mit HDMI reicht die Geschwindigkeit nicht, weil ich 240 Hertz Bildschirm habe mit super ultraweiten Auflösung. Gut, dann stecke ich einfach mal einen Steckplatz um an der Grafikkarte von DisplayPort 1 auf DisplayPort 2.
Und es hat funktioniert. Jetzt habe ich Ruhe. Manchmal taucht es wieder auf, dann stecke ich halt von DisplayPort 2 zurück auf DisplayPort 1. Dann habe ich wieder mal ein bisschen Ruhe. Au, 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 au. Mein Teamkollege kackt hier gerade richtig ab. So, jetzt geht's los. Alle sind tot. Den gleich der nächste. Bestimmt. Ja, das sind drei Skype Strange. Ich brauche hier gar nicht erstmal rumstehen. Ich kann jetzt mal ins Portal laufen. Mal 3 Sekunden chillen. Das hat Skype für der erste. So. Okay. Erstmal Plan schmieden. Wer ist denn hier gerade beigetreten? Was ist das für ein Typ? Ah, 249. Okay, der ist. Bisschen erfahren. Hi. Na, wie geht's dir? Was ist denn da? Wir schicken ihn mal zuerst. Wenn wir Glück haben, können wir dann rauslaufen, wenn er da gerade eingekesselt wird. Bruder Kalisto und Chaplain. So, ja, ich höre schon. Oh, yep. Oh, yep. Oh, yep. Oh, yo. Yo, 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 yo. Oh, da kommen die nächsten. Ah, geil. Geil. Scheiße. Ich hänge fest. Ich hänge fest. Ich hänge sowas von fest. Ich komme nicht raus. Ich hänge jetzt hier fest. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Alles klar. Das war's. Der erhöhte Spawn. Erzähle ich gleich nochmal ein bisschen was dazu. Wir starten erst einmal die Map. Neu und ich gehe mal kurz auf Toilette. So, wie schon immer mal am Anfang erwähnt, weil ich springe ganz irgendwie hin und her durch die ganzen Informationen, die ich eigentlich erzählen will. Hab keinen richtigen Faden gerade. Wie schon am Anfang erwähnt, es sind zwei Mods, die den Spawn beeinflussen. Beide können zusammen benutzt werden. Die eine Mod editiert oder verändert, modifiziert die Spawn-Kurven. Das heißt, die Spawn-Rate wird erhöht und natürlich auch die Zeit zwischen den Spawns wird verringert, was in einen erhöhten, gleichmäßigeren Spawn resultiert. Mit mehr Gegnern. Und dann die zweite Mod, die erhöht die Quantity to Spawn. Das ist praktisch das Setting und auch der Name der Mod, der zweiten Mod. Und zwar werden dann alle Gegner spawnen dann mal 3, also fast alle Gegner. Das heißt, es ist nicht ein Gene-Stealer, der dann jetzt hier mal spawnen würde, sondern es sind 3. Hier wäre jetzt normalerweise nur einer von denen hochgekommen, aber es waren jetzt 3 aufgrund der Mod. Das gleiche ist dann auch mit den Skyfist-Trains, die uns vorhin so fertig gemacht haben, die großen Big Boys, die vorhin gestorben sind. Die spawnen dann auch nicht mehr einzeln, sondern auch immer mal 3. Das einzige, was davon nicht beeinflusst wird, sind die Broodlords. Die spawnen immer noch alleine. Zum Glück, weil das wäre natürlich echt mehr als nur hart. So, neuer Versuch, neues Glück. Wir sind fast wieder im selben Punkt, wo wir vorhin gescheitert sind. Den Imperator, den Orden enttäuscht haben mit unserem fahrlässigen und unnötigen Tod. Erstmal schließen wir hier die Tür, sonst nichts in den Rücken fällt. So, diesmal sind wir eine volle Lobby. Wir sind jetzt 4 Spieler, nicht mehr 2 wie vorhin. Dann müssen wir es bestimmt schaffen. Also die einzige Möglichkeit, das zu überleben, ist, sobald wir die Generatoren aktiviert haben, direkt rauszulaufen, weil die ersten sterben mir schon wieder. Ich bin gleich bestimmt der nächste. Ich kann mich nicht richtig konzentrieren. Ich gleichzeitig hier YouTube kommentiere, Videos mache, bla bla bla. Und meine Teamkollegen heilen muss. Wo ist der Typ, den ich heilen muss? Da ist er. Ich kann ihn nicht heilen, weil er mir nicht sagt, wo er ist. Kann ihn nicht finden. Jetzt habe ich ihn aber gefunden und gehalten. Er ist gleich wieder tot. Ja. Es macht bestimmt Sinn, die Relikte einzusammeln, die nur Erfahrungsbonus geben und wir alle schon
über Level 300 sind und eh keine Erfahrung mehr brauchen. Also er ist 249. Er braucht trotzdem keiner. Der Prosakalist hat schon genug. Cool, er hat's eingesammelt. So, bewegen wir uns schon mal in die richtige Stellung hier. Damit wir uns hier direkt rausbewegen können. Nein, Jupiter, du blockierst mich. Lass mich raus. Wir werden hier alle sterben sonst. Oh Gott, er spuckt mich an. Wo ist dieser Say No to Heresy? Ich muss ihn heilen, ich bin der Heiler hier im Spiel. Er kommt nicht, ich weiß nicht wieso er nicht kommt. Ich heile dann den Typen hier. Er ist tot. Hab's ja gesagt, ignoriert die Relikte, sammelt sie nicht ein, ihr werdet da sterben, weil ihr dann sofort eingekesselt werdet. Also Map 1 ist ja noch zu den anderen Maps easy jetzt hier mit den Mods. Wem das zu schwer sein sollte, der kann natürlich nur die eine von den Spawn-Mods benutzen und nicht beide oder den Schwierigkeitsgrad runterdrehen. Auf jeden Fall, auch von vorne kommt auch noch was. Ich dachte, wir hätten jetzt alle hinter uns. Müssen wir mal den Typen heilen. Das Speer von Jupiter. Guck mal, Schildpause. Keine Gegner sind gerade da. So, jetzt haltet erst noch ein bisschen laufen bis zum Brückenkopf. Dann kommen die nächsten Gegnerwellen. So, wir sind jetzt fast beim Brückenkopf. Hier wird mit RPGs auf mich geschossen. Mit Panzerabwehrwaffen. Diese ekligen Hybriden, zum Glück sind die tot. Ich mach die überhaupt nicht. Die schießen einen immer zum Tode. Ja. So, nun müssen wir nur noch die Stellung hier halten und überleben. Nein, heil dich, ich muss ihn heilen. So kriegen alle immer so viel Schaden, frage ich mich. Ich habe hier keine Rüstungsperks ausgerüstet. So, okay, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten da sind. Ich glaube, 2 oder 3 Minuten sind das. Gefühlt, die wir hier überleben müssen. Es gibt übrigens einen Schießspot, der ist da. Da kann man drauf gehen, dann ist man sicher vor den Gegnern. Die attackieren da einen nicht. Weil das ist Heresie, den Schießspot zu benutzen. Jeder, der ihn benutzt, ist ein Heretik. Und ich meine, dies mich da, wir schließen keine Türen, aber schließt dann Türen, wenn alle tot sind, damit er selber nicht stirbt. Also, wer sich angesprochen fühlt, fühlt sich angesprochen. Oh shit, 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 shit. Ich hänge hier fest, ich kann mich nicht ausbewegen. Oh, ai, caramba. Oh, das ist blutig. Er stirbt doch. Ach, guck mal, hör mal auf zu spawnen. Also echt, ey, wer hat diese Mod gemacht? Die hören ja nicht auf. Was habe ich gerade gesagt? Ich habe es gerade gesagt. Wer auf diesen C-Spot geht, ist ein Say No to Heresy. Sagt Nein zu Heresy. Da. Sagt Nein und geht nicht dahin. Guckt, jetzt spawnen hier 3. Das ist der erste. Dann kommt der zweite. Da ist der zweite. Gleich kommt der Nummer 3. Da ist Nummer 3. Ich hoffe, die hören jetzt auch auf, weil sie sollten nur 3 spawnen. Gut, Glück gehabt. So, die zerstören uns jetzt hier ziemlich gut. Die werden bestimmt zerstören. Guck mal, er kommt zu mir. Guck die dort an! Er geht halt einfach da die Stege hoch. Das sind übrigens sehr stabile Wegbegrenzungen. Weil ich bin hier. Wie nennt man diese Dinger? Ich will mich konzentrieren. Übrigens, das sind die Skype Strains, weil viele wissen nicht den Unterschied zwischen einem Brutlord und einem Skype Strain. Das ist ein Skype Strain? Und ein Brutlord werdet ihr wissen, wenn ein Brutlord kommt, dann werdet ihr euch den Arsch kacken. wo springt der hin? Wo bist du da oben?
Wo ist der hingeflogen? Irgendwo da oder so. Guck mal, das sind die Aberrants, von denen ich bin geredet habe. Die sind auch schneller. Deutlich. Nee, der nicht. Nur der Nahkampf. Der, was ein Schwert. Der die Nahkampfwaffen schwingt. Die mit den Fernkampfwaffen habe ich nicht schneller gemacht. Weil das ging auch nicht. Habe ich auch nicht gefunden, wie man die schneller macht. Mein Bolter verschießt doch irgendwie Paintballs, habe ich das Gefühl. Macht gar keinen Schaden. So, auf Map 2 gleich bin ich gespannt. Ich glaube, das wird die absolute Hölle. Weil auf Map 2 passiert es manchmal, dass die Warrior, die Giga-Gene-Stealer unendlich spawnen die ganze Zeit und nicht aufhören zu spawnen und der ganze Bildschirm ist voller denen. Und wenn man ihn nicht schnell genug töten kann, dann stirbt man und man kommt nicht mal einen Meter vorwärts. Das ist übrigens ein Giga-Gene-Stealer, das sind die, mit denen ich rede. Das ist auch einer. Das ist ein normaler Gene-Stealer. Hier, das sind die normalen, die heißen ein Gene-Stealer. Die anderen heißen Krieger-Gene-Stealer, gibt es noch Hunter-Gene-Stealers. Was gibt's noch? Keine Ahnung. Glaube ich mehrere. Übergroße Kakerlaken hier. Ja geil, wir haben es geschafft beim zweiten Anlauf. Immerhin Glück gehabt. So, auf in Chapter 2 und gucken mal, was uns da erwartet. Wahrscheinlich nur der Tod.